Hallo und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's der gute Pamu und wir schauen uns heute einen Mähbalken an, und zwar den FBR Fiore. Ist ein Mähbalken, wie man den jetzt gerade hier im Hintergrund sieht. Den gibt es eben halt in verschiedenen Ausführungen. Dazu gehen wir einmal in unser Kaufmenü einmal rein, in die Rubrik natürlich bei den Geräten. Unter den Reiter Mähtechnik, und da hätten wir das FBR Fiore für eben halt dann 2500 Euro. Den gibt es natürlich in verschiedenen Varianten. Wir haben einmal hier den Angriff, also das heißt, das Ganze hier einmal als Standard, dann halten wir es einmal als Verlängerung, bezüglich hier unten dann. Dann hätten wir dann einmal noch die Variante Fiore, also mechanischer Heber. Dann hätten wir dann den FBR Plus, hydraulische Hebung. Und eben halt dann noch den FBR Plus mit mechanischen Hebung. Und dann hätten wir noch den FBR 940 mit hydraulischer Heber. Und auch das mechanische Heben hätten wir da drinne. So, mehr gibt es jetzt erstmal nicht hier dran zu sagen, außer dass es eben halt dann von jeder Variante zwei gibt, einmal hydraulisch und einmal mechanische Hebung. Ja, und das spiegelt sich dann auch in dem Preis auch wieder. So, jetzt gehen wir einmal jetzt hier rein, machen unsere Maschine einmal an. Ja, und wie man sieht, habe ich jetzt hier den mechanischen Heber. Sprich, es dauert jetzt ein Momentchen, bis das Ganze einmal aufklappt. So, jetzt geht es einmal auf. Ja, und wir können das jetzt eben halt dann anschalten und könnten jetzt zum Beispiel unsere Wiese mähen. Wir haben einen Leistungsbedarf hierbei von 25 PS und eben halt dann eine Arbeitsbreite von 2,35 m sowie eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Und machen das Ganze einmal runter. Ja, und wie man sieht, kriegen wir jetzt hier schönes gemähtes Bild mit dabei, was wir dann hinterher eben halt dann einsammeln können, beziehungsweise dann gegebenenfalls mit einem Schwader eben halt dann rumlegen können. So, jetzt fahren wir das Ganze einmal wieder zurück. Auch hier können wir jetzt wieder schön runtergehen, und ja, man sieht hier das Mähbild eben halt. Ne? Wir schneiden aber auch wiederum das Gras ganz unten an der Kante ab, dass wir auch ein sauberes Bild haben. Mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten, die man eben halt dann jetzt nutzen kann. Aber in der Form, ja. Und so sieht das Ganze jetzt ein bisschen aufgeklappt aus. Wir haben hier auch eben halt die Warnhinweise schön detailliert zu sehen. Hier haben wir eben halt dann auch dann unser Blatt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise unser Schwert, mit dem wir dann schön arbeiten können. Wir können es auch mal kurz einschalten. Ja, und wie man sieht, es bewegt sich schön mit. Also von daher gesehen sieht das soweit recht gut aus. So, wir schauen uns noch mal kurz die Lok an diesbezüglich, und die Lok scheint fehlerfrei zu sein. Keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber sagen muss, ich habe das Ganze jetzt Singleplayer bzw. Einzelspiel getestet. Wie sich das jetzt wiederum auf dem Didi-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod findet ihr bei ModHub, gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Und ja, es ist so ein bisschen nostalgisch angehaucht, sage ich jetzt mal. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.